Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quicktipp. Mein Name ist Arno Burger. Wie könnt ihr E-Mails möglichst einfach im Dateisystem ablegen? Ich würde dazu einmal Outlook aufmachen und zum anderen den Windows Explorer. Im Windows Explorer vielleicht schon mal den Ordner aufrufen, in dem ihr die E-Mails ablegen wollt. Und dann würde ich mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste und den Befehl Fenster nebeneinander anzeigen, Outlook auf der einen und den Windows Explorer auf der anderen Seite anzeigen und einfach die E-Mail von dem einen Fenster ins andere ziehen und dort ablegen. Damit wird eine sogenannte MSG-Datei, also eine Message-Datei, angelegt. Die bekommt als Dateinamen den Betreff der E-Mail. Das Änderungsdatum ist leider das Datum des Ablegens hier, also des Speicherns, nicht das Versand- oder Empfangsdatum der E-Mail. Aber dafür sieht die E-Mail praktisch genauso aus wie die E-Mail in Outlook, nur dass man sie zum Beispiel nicht löschen und auf ungelesen setzen kann, aber ansonsten sieht sie identisch aus. Ihr könnt so auch mehrere E-Mails auf einmal kopieren, indem ihr sie markiert und sie auf einmal hier rüber zieht. Was leider nicht möglich ist, ist ganze Ordner aus Outlook am Stück abzulegen mit Ordnername und so weiter. Und ihr könnt auch keine EML-Dateien erzeugen, was große Vorteile hätte, aber da gehe ich mal in einem anderen Video ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch weiter in der alltäglichen Arbeit. Hinterlasst mir gerne ein Like oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.